Anregung, Entspannung und Sicherheit bieten wir Ihnen in unserem wunderschönen Haus Föhrenhof. Wir sind ein Ort zum Genießen und Entfalten. Lassen Sie sich verzaubern beim Rundgang durch unser Haus. Einmal herkommen, sich das anschauen, sich informieren. Ich bin sehr gut informiert worden. Ich fühle mich sehr wohl in Föhrenhof. Wir haben eine große Dachterrasse mit viel Blumen und Bienen. Schöner kann man es nicht haben. Und meine Kinder haben mich noch bestärkt und gesagt, ja Mama, du hast recht, da ist schön und ja, wir werden uns weitersehen. Und so bin ich in den Föhrenhof gezogen und habe es nicht bereut, muss ich sagen. Ich bin gut aufgehoben, ich habe ein wunderschönes Zimmer und das Essen ist gut, Essen ist schmackhaft gemacht. Du kannst dir aussuchen, was du isst. Wir kochen ca. 400 Portionen täglich frisch. Wir haben einen sehr hohen Bio-Wertanteil. Es motiviert uns jeden Tag, wenn wir sehen, wie glücklich die Bewohner mit den Ganzen sind. Und natürlich mich, wenn ich in so einem super tollen Team mitarbeiten darf. Aber jetzt muss ich aufhören, weil ich sehe, die Bewohner sind schon da. Mahlzeit. Das soll niemand sagen, mir ist fad. Es gibt so viele Angebote. Wir haben Vormittag Gedächtnistraining, wir können turnen. Also niemand soll sagen, er fadisiert sie in dem Haus. Also ich liebe zu malen und vor allem, weil es mich entspannt und mir große Freude bereitet. Ich arbeite gern mit Farben und vor allem mit einer lustigen Gruppe ist das ein schöner Zeitvertreib. Ich habe mich immer für völlig untalentiert gehalten zum Malen und zum Zeichnen und habe hier im eigentlich hohen Alter damit begonnen und noch sehr viel Freude damit. Und es ist auch mir noch sehr viel gelungen. Ich bin ein Teil der Mitarbeiterinnen, die sehr unterstützend dabei sind, dass die neuen Bewohnerinnen bei uns Fuß fassen, sich wohlfühlen. Das Zimmer ist recht hell, das ist sehr, sehr super für sie. Und sie mag die frische Luft, insofern ist das auch sehr gut, dass das recht weit oben ist und sonnendurchflutet, lichtdurchflutet. Also gefällt mir persönlich jetzt auch sehr gut. Kaffee ist auch in Ordnung, muss man auch sagen. Und die Nähe zum Wald ist auch ideal für sie, weil sie eben sehr gerne ins Grüne kommt. Also das ist, passt sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt da bin. Es ist am Nachmittag die Jause. Wenn es schön ist, können wir draußen schon Kaffee trinken. Das, was Sie hinter mir sehen, ist unsere Gemüsegarten, die wir mit Bewohnerinnen zusammen angelegt haben, um uns Biogemüse selber zu züchten. Deswegen können Sie die wunderschöne Gartenarbeit bei mir und mit mir ausleben. Es passt alles, ich bin noch mobil, die Frau Edith turnt mit mir und der Herr Andreas, ich habe einen schönen Garten, bitte Herz, was willst du mehr? Na, hat's Ihnen gefallen? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie bald in Ihrem neuen Zuhause zu begrüßen.